Herzlich willkommen zu einem neuen Video von myens.de über Pogonomyrmex rugosus. Eine riesengroße Kolonie. Jetzt kurz nach dem Schwarmflug, mega aktiv. Die letzten Tage hat es geregnet. Und die Königinnen sind daher mehr als aktiv. Wir sind hier im Norden von Mexiko. Wieder viele tausend Kilometer gefahren. Ich muss nämlich aufpassen, dass ich nicht gestochen werde. Der Stich einer Pogonomyrmex ist doch recht schmerzhaft. Ich habe keine allergische Reaktion und nichts drauf, aber es ist schon fast vergleichbar mit einem Wespenstich. Also nur kurze Zeit zwar, aber das sieht schon rein. Und die kleinen Ameisen sind doch recht aggressiv. Lasst mich doch bitte mal in Ruhe. Die Kolonie ist riesig. Ich kassiere jetzt einige Stiche, dank des Videos. Wunderbar. Pogonomyrmex sind doch recht aggressiv, sind auch aggressive Jäger, teilweise Körnerfresser, Samen, aber auch Lebendbeute liebend gern. Ameisenkönigin, Käfer, Würmer, alles wird erbeutet, auch relativ gnadenlos. Pogonomyrmex sind auch gnadenlose Kämpfer, auch gute Kämpfer, helfen sich auch gegenseitig, bilden Ameisenstraßen, riesengroße Nester. Hier an der Straße gefunden, kommen auch oft auf steppende Gegenden vor, also hauptsächlich natürlich auf Steppengegenden. Das Nest wäre vorher kaum aufgefallen, aber jetzt nach dem Schwarmflug, der kalten Temperaturen, abends vor allem auch, da es am Tag ja teilweise auch hier über 40, 45 Grad hat, jetzt schön aktiv. Schleppen immer große Steinchen durch die Gegend. Und tragen alles zusammen. Auch sehr erstaunlich, also die Steinchen werden auch zum Nest gebracht. Nur 2, 3, 4 Meter schleppen die Steinchen an und legen diese kleinen, feinen Steinchen rundherum ums Nest. Also für die Heimhaltung empfiehlt sich wirklich ganz grober Sand, damit die Ameisen auch ein bisschen ihren Spaß haben, irgendwo ihr Nest einzubauen. Jetzt suche ich mal gerade, ob hier irgendeine Ameise Futter anbringt. In dem ist aber eigentlich gerade nicht so. Die Ameisen sind diesmal in erster Linie aktiv aufgrund des Schwarmfluges. Große, wehrhafte Ameisen, nicht vergleichbar mit irgendeinem Messer, da diese Ameisen einfach beides sind, Körnersammler und gleichzeitig auch lebende Beute. Aktiv, brutal erbeuten, tragen die Sachen auch genauso zu 4, zu 5, wunderschön zu betrachten. Pogonomyrmex ist wirklich was Besonderes. Ich sage danke fürs Zuschauen. Das war ein kleiner Einblick wieder einer unserer Ameisenreisen über Pogonomyrmex, die relativ groß und auch tiefe Nester bauen. Wunderschön zu betrachten. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ach, noch ein kleiner Hinweis am Schluss noch, was ich beobachten konnte, war auch sehr schön zu betrachten. Ich habe gesehen, dass Pogonomyrmex rugosus neben anderen Arten teilweise kleine Nester hatte. Die Ameisen sind dann zu teilweise 15, 20 vor dem Nest gestanden und konnten sich so gegen Angreifer perfekt verteidigen. Falls eine fremde Pogonomyrmex aufmüpfig wurde, sind gleich 10 Ameisen auf die zu und haben sie geblockt. Somit war es möglich, dass Pogonomyrmex rugosus, was ich jetzt bei dieser Art speziell beobachten konnte, auch direkt neben anderen Pogonomyrmex ihr kleines Nest hatten und dort leben konnten. Sehr erstaunlich. Aber ich vermute mal, dass die Pogonomyrmex sich in erster Linie untereinander bekriegen. Also viel schlimmer. Das heißt Rugosus unter Rugosus und die anderen genauso unter sich. Dass der Krieg schlimmer ist als gegenüber fremden Pogonomyrmex-Arten, die sich dann auch eher dulden. Die Ameisen haben ein sehr gutes Sozialverhalten und helfen sich sehr gut untereinander. Danke fürs Zuschauen. Viele Grüße. In dem Fall aus dem Norden von Mexiko. Viele Grüße, euer Myens-Team. Bye, bye.